Erst vor kurzem habe ich mich noch darüber beschwert, dass wir noch immer keinen wirklichen Trailer oder auch nur ansatzweise einen Teaser zur Godzilla-Serie Monarch Legacy of Monsters bekommen haben, die ja von Apple TV Plus ursprünglich 2023 noch angekündigt wurde und auch eben dieses Jahr noch erscheinen sollte. Bei dem Erscheinungsdatum sind sich jetzt irgendwie die Geister so ein bisschen uneinig. Die einen berichten erst von einer Veröffentlichung 2024, die anderen sagen immer noch nö. Die Serie wird weiterhin 2023 erscheinen. Und jetzt haben wir eben gerade zur Aufnahme dieses Videos vor ungefähr einer Stunde den ersten Teaser zur Apple TV Plus Godzilla-Serie mit dem Titel Monarch Legacy of Monsters bekommen. Wir schauen uns jetzt hier den Trailer zusammen an und ich möchte, vielleicht kurz nochmal vorher sprechen oder darüber sprechen, was ich denn jetzt wirklich davon halte, was ich davon erwarte. Und dann lassen wir das Ganze natürlich aber auch nochmal Revue passieren, wenn wir den Trailer jetzt eben gesehen haben. Außerdem wird es noch ein Video geben, wo ich die ganze Sache mal ein bisschen analysiere und eben mit euch zusammen bespreche. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ja, die ganze Sache mit dem Erscheinungsdatum habe ich eben gerade schon mal angesprochen. Ich glaube irgendwie nicht dran, dass wir die Serie noch dieses Jahr bekommen werden. Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass wir jetzt scheinbar nur einen Teaser bekommen. Und man kann jetzt sagen, naja, Tobi, aber warte mal ab. Wir haben ja auch damals bei Godzilla vs. Kong nur einen einzigen Trailer bekommen und 50.000 Shortclips und Aufnahmen aus dem Film. Und danach ist der Film ja auch schon im Kino gestartet. Das stimmt, allerdings haben wir bei Godzilla vs. Kong direkt einen richtigen Trailer bekommen. Jetzt haben wir hier scheinbar aber nur einen Teaser. Das Ganze ist zumindest als Official Teaser angekündigt worden. Der geht 1 Minute und 23 Sekunden. Könnte auch eine Trailerlänge sein, aber wie gesagt, das ganze Ding ist eben nur als Teaser angegeben und ich glaube, mehr wird das Ganze ja auch nicht machen. Das wird nur ein Teaser sein. Sollte die Serie also noch dieses Jahr auf Apple TV Plus erscheinen, bräuchten wir schon noch sowas wie einen Trailer. Das wäre natürlich marketingtechnisch einfach sinnvoll, technisch, so rum. Den haben wir aber noch nicht bekommen. Wenn der noch kommen sollte, wird der auf gar keinen Fall noch diesen Monat erscheinen. Also dann, wenn überhaupt erst Oktober oder November und dann hätten wir noch Dezember übrig, wenn die Serie wirklich erscheinen könnte. Eventuell erfahren wir aber auch zum Schluss dieses Teasers hier das genaue Veröffentlichungsdatum. Das weiß ich eben jetzt noch nicht. Von daher würde ich einfach sagen, wir schauen da jetzt mal rein und gucken, was Monarch Legacy of Monsters wirklich zu bieten hat. Okay, ich bin sehr gespannt und dann würde ich sagen, wir starten die Kiste mal in 3, 2, 1 und Play. Apple TV Plus. Oh. This will get to you. I hope so. I can't go back in time and fix all the mistakes I made. Okay, da haben wir schon mal Kurt Russell gesehen und seinen Sohn, die ja beide dieselbe Rolle spielen werden, definitiv. A legacy. Oh, sie gehen sogar noch mal auf Kong Skull Island ein. Sehr geil. The world is on fire. I decided to do something about it. Und sie gehen auf die Vorgeschichte von Godzilla ein, die wir ja noch mal ganz kurz gesehen haben in Godzilla 2014. The mission was to protect their world and ours. Den Kaiju eben kannten wir noch nicht. Das war irgendwas Neues. Das war nicht Rodan, glaube ich. Instead of chasing monsters. Okay, das ist gerade unfassbar viel Input einfach. Die gesamte... Okay, die eine Szene eben hatten wir schon von dem einen Bild, das wir veröffentlicht bekommen haben. Und da sehen wir jetzt auch den Godzilla-Moment, den wir auch schon als Bild gesehen hatten, bekommen hatten. Okay, da war jetzt sehr viel Zeug dabei und ey... Auch hier muss ich sagen, ich bin hier schon wieder mehr gehypt drauf auf diesen Godzilla als auf den Godzilla X-Kong, Godzilla End-Kong oder Godzilla Cross-Kong. Wie auch immer der heißen wird, da haben wir auch am wenigsten von gesehen. Ich weiß, von Godzilla Minus One haben wir inzwischen einen Teaser bekommen und einen Trailer. Jetzt haben wir hier noch einen Teaser bekommen. Aber dazu muss ich sagen, dass das Ding, was wir jetzt hier bekommen haben, für mich auch wirklich als offizieller Trailer durchgehen könnte. Und ja, ich würde ganz ehrlich auch sagen... Das hier würde mir reichen. Ich müsste jetzt nicht noch was bekommen und ich sehe hier gerade sogar das offizielle Startdatum ist der 17. November. Also das Teil kommt wirklich noch dieses Jahr raus und ich schwöre euch, da sollte kein Trailer mehr rauskommen. Lasst das erstmal so.
Das Ding, was wir jetzt hier bekommen haben, hat uns eben gerade schon sehr viel gezeigt. Wir haben Kurt Russell gesehen und Wyatt Russell, die ja beide dieselbe Rolle spielen. Nur, dass Kurt Russell eben in der Gegenwart spielt, zum Zeitpunkt der Serie. Die wird 2014 oder 2015 spielen. Wir wissen ja, dass die Serie zwischen Godzilla 2014 und eben Godzilla King of the Monsters spielt. Und sein Sohn, Wade Russell, der wird in der Vergangenheit spielen. Und dadurch werden wir wohl Einblicke bekommen. Anscheinend wird hier sogar das Ganze mit Kong Skull Island nochmal aufgeworfen, denn wir sehen hier bestimmte Clips. Einmal aus dem Film Kong Skull Island, aber ich meine, dass die sogar noch Clips mit dazu genommen haben, die wir so noch nicht gesehen haben. Entweder sind es herausgeschnittene Szenen oder die haben wirklich nochmal extra Content für diese Apple TV Plus Serie gedreht, also extra Szenen nochmal nachgedreht. Das sah schon ziemlich cool aus. Die gehen sehr stark auf diese ganze Verbindung ein mit den Kaijus und eben Monarch. Wo kommt Monarch her? Und wir werden genau das, was anscheinend auch, oder was von Anfang an auch besprochen wurde, oder uns eben versprochen wurde, das wird hier scheinbar auch eingehalten. Colin Trevorrow und Jurassic World Dominion lässt grüßen. Die Serie scheint jetzt wirklich genau das zu halten, was sie uns versprochen hat. Eben nicht so wie in Jurassic World Dominion, denn hier erfahren wir jetzt über die Hintergrundgeschichte von Monarch einiges, plus noch über die Kaijus einiges, und wir sehen einen komplett neuen Kaiju, den ich jetzt so nicht zuordnen konnte. Und es sah aus wie Rodan von Weitem. Ich habe ihn hier gerade nochmal kurz offen. Das Ding. Aber das ist, es könnte auch so ein Warbat sein. Aber ich glaube, dass wir irgendwas ganz Neues hier sehen. Die Godzilla-Hardcore-Fans unter euch werden wahrscheinlich wissen, was das ist. Es sei denn, die haben hier wieder was Neues dazu gedichtet. Denn das macht das Monsterverse ja immer ganz gerne, neue Figuren oder eben auch neue Kreaturen mit hinzudichten. Und wir sehen immer wieder Rückblicke, mal zu dem Moment zurück, den wir in Godzilla 2014 ganz am Anfang kurz sehen, als Godzilla beschossen wird von den Atomraketen, und dann malen sie ja noch dieses Symbol da drauf, was wir jetzt auch hier im Trailer wieder gesehen haben, mit dem Godzilla und mit dem durchgestrichenen Symbol. Und das haben wir auch schon in Godzilla 2014 gesehen, aber auch nur für eine Millisekunde. Und dieser Atomtest hier, oder dieser Atomtest ist ja Quatsch, dieser Test, Godzilla zu töten, scheint jetzt hier wirklich thematisiert zu werden in dieser Apple TV Plus Serie. Und das ist anscheinend der Punkt, wo wir immer mieder zurückspringen zu dem Moment, an dem Wyatt Russell die Hauptrolle spielt. Weil wir wissen ja auch, dass Lee Shaw, heißt die Figur, meine ich, Informationen über Monarch hat, die aber nicht herauskommen sollen. Deswegen ist Monarch ja auch so scharf darauf, irgendwie an Lee Shaw heranzukommen, damit diese Informationen auf keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten. Und ich glaube, dass wir hier genau das auch bekommen. Wir bekommen auf der einen Seite eben den Rückblick, wo wir gezeigt bekommen, was damals wirklich mit Godzilla alles passiert ist. Auch dieser Shot jetzt hier, wo Godzilla so auf die Küste zuschwimmt, meine ich, müsste in der Vergangenheit spielen. Und das könnte kurz vor dem Atomtest spielen, bei dem man eben versucht hat, Godzilla umzubringen. Das Ganze ist aber eben gescheitert. Und dann switchen wir anscheinend immer wieder auch mal ins Jahr 2014 oder 2015 zurück und erleben dann die Geschichte von zwei Mädchen. Das war, glaube ich, die Geschichte, die herausfinden wollen, warum ihre Eltern oder wie verstrickt ihre Eltern mit Monarch zusammenhängen. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie unfassbar geil diese Apple TV Plus Serie einfach aussieht. Und immer wieder haben Leute geschrieben, ja, aber Apple TV Plus, muss das jetzt wirklich wieder sein? Und irgendwelche blöden Sprüche wie, faulen Äpfel traut man nicht. Ey, was da im Hintergrund alles abgeht bei Apple, da kannst du auch Amazon kritisieren, da kannst du Netflix kritisieren, das kannst du überall machen, aber von der reinen Machart her sieht das einfach unfassbar geil aus. Und da hat Apple TV Plus einfach einen Riesenvorteil. Die produzieren eben nicht auf Masse, die machen wirklich ihre Produktion auf Klasse. Und das merkst du ja, dass diese Szenen sehen zum Teil aus wie wirklich aus dem Film ausgeschnitten. Auch jetzt die Szene hier, wo wir die Figur, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen, aber die kennen wir eben aus Skull Island auch, diese Figur. Die wurde scheinbar nachgedreht, die Szene, weil die sieht nicht mehr ganz so bunt und so farbenfroh aus wie bei Kong Skull Island, was mich sehr freut. Aber es sieht immer noch verdammt gut aus und es sieht aus, als wäre es quasi aus dem Film herausgenommen worden und in die Serie gepackt worden. Ich bin begeistert davon bis jetzt. Ich werde auf jeden Fall noch eine kleine Trailer-Analyse dazu machen. Und wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir jetzt bis zum 17. November einfach nichts mehr Neues bekommen. Lass das einfach mal so stehen. Und ja, wir sind überrascht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen angekündigt wurden. Ich meine, es waren 10. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen.
Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu Monarch Legacy of Monsters? Schreib es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.